So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Underground Skies. Ich geh mal kurz pennen. Und heute haben wir auf jeden Fall was richtig cooles vor, denn offscreen hat sich wieder ein bisschen was getan. Denn wenn wir mal in unseren Bag of Holding schauen, finden wir einiges. Ne? Aufschluss gibt unsere Aufgebenwand. Das habe ich schon gemacht. Deswegen 5 autonomes Actuator zeige ich euch gleich. Ja, wir wollen heute Brownies unter anderem machen. Und was wir noch machen wollen, ist der Big Reactor. Darauf habe ich mega Bock. Ich habe das hier ein bisschen umgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme schon gemacht habe. Und der 9x9 ist ein bisschen zu groß. Wieder zu ressourcenlastig, denn der Big Reactor kostet unter anderem so viel. Das teuerste ist immer noch das Steel. Und ja, das ist halt ein bisschen teuer. Ich habe da sagen, wir craften den auch mal direkt, weil ich habe da richtig Bock drauf. Erstmal einen schicken Atomreaktor in unsere wunderschöne kleine Insel basteln. Big Reactor. Ich habe mir schon alles aufgeschrieben, was wir alles brauchen. 82 Casings. Ich hoffe, ich verbaue mich jetzt nicht. Ich bin immer noch ein bisschen krank übrigens, ne? So viel 82, ne? Warte. Das mache ich erstmal. Erstmal mache ich das ist die 12 Glas, weil ich weiß es nicht, ob ich verrechnet habe, weil 82 kommt jetzt ein bisschen viel vor. Ja, auf jeden Fall erstmal Reactor Glas, ne? Genau, 12 Reactor Glas. So, da brauchen wir schon mal 12 von denen hier. So. 12. Craften ist erstmal nur so viel, wie wir brauchen. Ups. Hier. Dann 2 Haken, also 24 Haken Glas. Ich habe mir auf jeden Fall nicht alles vorbereitet. Ich habe halt nur das Dings vorbereitet. Wie waren das 12, ne? Nee. 24 Haken Glas. 48 Obsidian. 48. Was ist der Eimer? Ah ja. 48. 2. 3. 4. Das dauert ein bisschen. 48 Obsidian herzustellen. Ich hab mir halt noch nicht alles vorbereitet. Hätte ich vielleicht nur machen sollen. Wisst ihr was? Ein kleiner Cut. Beziehungsweise wenn die Musik vorbei ist, mache ich dann einen kleinen Cut. Sind ja noch ein paar Minuten. Weil ich mag es irgendwie nicht, wenn Musik so abgeschnitten ist. Ja. Dauert jetzt halt ein bisschen. Naja, ich würde jetzt mal sagen, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe ein bisschen zu viel Obsidian gemacht. Ich hätte das vielleicht direkt nochmal pulverweisen sollen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, denn wir brauchen ja für die Reactorglas, also für ein Reactorglas brauchen wir 2, also brauchen wir theoretisch 24 Harten Glas. Und für ein Harten Glas brauchen wir 2 Obsidian, also theoretisch 48, aber da wir 2 kriegen, brauchen wir jetzt nur 24. Das war jetzt meine Rechnung. 24. So. Ich hoffe, meine Rechnung geht auf. Ja. Das bedeutet nochmal 24 Lead. 24. So. Ja. Dauert jetzt noch ein bisschen. Kann ich eigentlich. Und Ausgang ist hinten. Geht das?
müsste gehen, ne? Genau, geht. So können wir jetzt uns automatisch jetzt das produzieren. Sehr nice. So lange können wir uns ja schon mal jetzt den Control Words widmen. Denn Control Words brauchen wir, um halt diese, um die Fuel Words halt zu kontrollieren. Redstone für. Und 4 davon, ne? Genau, 4 Control Words, das bedeutet 4x4 sind 16, 12, beziehungsweise mal weitere 16. So. Okay, dann, das haben wir. Dann brauchen wir noch, Graphit. Ah, wir brauchen noch mehr Graphit, weißt du was? Wir haben genug Kohle, können wir alles einschmelzen. So. So, dann Redstone. Haben wir auch nicht mal so mega viel. Control Words 1, 2, 3, 4. Das haben wir schon mal. So. Wie viel Control Words? Die 12 Fuel Words kümmern wir uns gleich drum. Erstmal hier schon ein Glas jetzt mal abkrabbeln. So. Und 12 Lead haben wir noch. So. Und so. Okay. Dann das Reactor Glass. Reactor Glass, damit man halt da schön in den Reaktor gucken kann. So, 12 Reactor Glass haben wir. Dann ein Controller, den können wir uns gerade mal ganz schön noch craften. Reactor Controller, der kontrolliert halt sozusagen alles. Übrigens, kleine Anmerkung, wir haben mehr Dias als Emeralds. Und zwar, wir hatten zwischenzeitlich über einen Stack Dias, die habe ich aber alle wieder verbraucht. So, Controller, Boom. Ach ja, erstmal. Mal natürlich hier Boom Controller Boom. Wir haben den Reactor Controller. Ups, hier ein Controller. Die 12 Fuel Watts. Also das hier mal 12. Oh. Uns fehlt Steel. Nein. Nee. Doch, unter anderem auch. Uns fehlt die Lorium und Steel. Ja, wir kriegen nur 8 hin. 8 von 12. Uns fehlt noch 4. Yay. Nochmal 4 weitere. Ups. Das bedeutet, für die Fuel Rods brauchen wir 6 Steel. Also wir brauchen unter anderem 24 weitere Steel, dafür haben wir nicht genug Redstone. Uns hapert es am Redstone. Yay. Na toll. Übrigens, hier habe ich jetzt eine automatische Dustfabrik gemacht. Oben haben wir die Gravelfabrik. Hier haben wir jetzt eine Dustfabrik. Die läuft aber noch nicht so sehr gut, wie man hier sieht. Der verschwendet immer noch sehr, sehr viele Hammer. Ne? Das wird auch durchgehämmert. Ich habe das halt so gemacht, kann ich mal ganz kurz erklären. Hier von hier wird halt der Cobblestone hier runtergeschickt in den hier. Der wird hier gesetzt, hier durchgehämmert. So, der Gravel, der durchgehämmert wird, wird hier vom Hopper eingesammelt und dann hier in diesen hier gefüllt. Über ein Kabel sieht man das. Der ist halt unten. Und hier wieder gesetzt, wieder durchgehämmert, gesetzt, durchgehämmert, gesetzt, durchgehämmert. Während hier das drin ist, sollte es eigentlich automatisch von diesem Kabel hier in diese Kiste geliefert werden. Und von dieser Kiste da hinten in diesen Autonomous Actuator, der ist hier mit Hilfe von den beiden halt nochmal durchsiebt und hier dann unter anderem Redstone rauskommt. Das war der Plan. Doch die Musik ist gerade nicht ein bisschen zu laut, ich komme ein bisschen näher ans Mikro. So, ne? Mir ist es schon echt laut. So war der Plan halt und das klappt ja sehr gut. Ja. Power-Tap. Power-Tap ist klar. Aber ich noch werden schon genug für das. Okay, ja, so viel zum Thema Reaktor. Kannst du abbauen? Ja, du kannst abbauen. So, das soll ja halt hier der Reaktor sein.
Boden soll alles voll mit Käsig sein. So. Hier hat immer so 3x3 Fenster. So. Damit die halt so durchsehen können, ne? Hier kommt dann überall halt die Casing, die Casings hin. Na toll. Mit einem Control Rod direkt da, okay. So sieht es dann aus. Ich glaube, wir lassen ihn auch so verkleidet, oder? Sieht irgendwie cool aus. Aber wenn er meistens aus Grün. Das tut auf jeden Fall schon mal sehr gut. Zwei Access Ports. Theoretisch bräuchten wir nur einen Access Port. Aber ich will das automatisieren, deswegen brauchen wir zwei. Ja, uns fehlt es an Redstone. Denn hier der Crucible Furnace auf Redstone für Steel. So, dann das war's dann jetzt von der Seite des wir können ja schon mal den Controller anbringen. Wir können ja schon mal alles anbringen, was wir jetzt getroffen haben. So, das ist der Controller hier. Dann haben wir hier die Control Rods. Übrigens, das Problem am Reaktor, ist. Den Hauer mit noch an. Das Problem am Reaktor ist halt, nach einer Zeit beginnt er zu laggen. Nach einer Zeit beginnt halt echt zu laggen. So machen. So wird es dann irgendwann aussehen. So, können wir hier reinschauen, ne? Watch 1 Set. Ne? Können wir halt hier schon Namen eingeben. Beziehungsweise das wäre dann Watch 4 Set. Ganz kurz, machen wir ganz kurz hier eine Hilfe. So. Hilfe wieder abbauen. Boom. Setzen. Die kann ich auch schon mal setzen. So. Haben wir schon mal die Control Rods fertig. Kann ich jetzt schon den Namen nochmal eingeben. Rod 1 Set. Rod 2 Set. Halt mal, warum ich das gerade mache. Ich mach's, weil es geht. Haben jetzt die Rods. Viele Rods können wir auch schon mal anbringen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die sollen halt bis zum Boden gehen, deswegen brauchen wir noch 4. So wird es dann halt aussehen. Ja, sehr schön. Übrigens, außenrum wird halt überall Wasser sein. Ich weiß nicht, ob wir Wasser oder das Gelid Quiet hier nehmen, was wir aus den hier kriegen. Dafür brauchen wir Bliss Powder, dafür brauchen wir entweder die Bliss Watts oder Schneeball und die Star Blast Redstone. Weil Quiet hier, das Gelid Quiet hier ist das kälteste Material, was es in Minecraft mit Mods gibt. Ne? Das vereist alles in der Nähe. Und ist das beste Kühlungsmittel für Reaktoren. Ich weiß nicht, gibt es ein Buch? At Big Reactor. Ich glaube, das war im Internet, habe ich eine Liste gefunden von Kühlungsmitteln, von den besten. Da gibt es schon ein paar Sachen, die man beachten muss, ne? Was man mehr will, will man mehr Hitze generieren? Will man mehr halt kühlen, will man mehr Efficiency, will man whatever mehr. Da muss man schon ganz schön viel beachten. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich einfach stumpf so mache und alles in der Mitte voll mit Quietieren. Oder mit Wasser. Wasser ist übrigens das schlechteste Kühlungsmaterial.
beziehungsweise allgemein ist immer noch ein Kühlungsmaterial. Das schlechteste, gehe ich mal davon aus, ist immer noch Blazing Pyroteum, das härteste das heißeste Material, was es gibt. Dann können wir jetzt mal ganz sozial das wieder in den Sack legen. So. Alles in die Kiste. In letzter Zeit will der Timer irgendwie nicht mehr timen. Ich weiß nicht, kann gut sein, dass jetzt, ich mache mal ganz kurz hier aus, so. Kann gut sein, dass gerade hier jetzt die Folge vorbei ist, deswegen sage ich mal, ciao Leute, wir sehen uns, bye bye und ciao.